Wir erinnern uns, eine Kraft ist ein Ziehen oder Drücken. Durch eine Kraft kann der Bewegungszustand eines Körpers verändert werden oder der Körper verformt werden. Dies ist in solchen Bildchen zu erkennen. Die Gewichtskraft zieht diesen Apfel nach unten. Sie bewegt also diesen Apfel. Die magnetische Kraft zieht diese Metallteilchen an und versetzt sie somit in Bewegung. Die Hauptursache dieser Bewegung ist die Erdanziehungskraft. Ziehen wir an diesen Griff, so verformen wir diese Feder. Und in dieser Zeichnung haben wir beides. Durch die Kraft von Obelix wurde der Bewegungszustand des Römers verändert, er fliegt ja in die Luft, und wir haben auch eine Verformung, denn die Sandalen bleiben unten und dem Römer wurden hier zwei Zähne ausgeschlagen. Eine Kraft F ist die vektorielle Ursache einer Bewegungsänderung eines Körpers oder einer Verformung des Körpers. Die Einheit einer Kraft ist Newton, zu Ehren des genialen britischen Wissenschaftlers Sir Isaac Newton.